Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge F1 2021 in My Team Karriere. Wir sind heute beim großen Preis von Mexiko. Wenn ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, solltet ihr das unbedingt mal machen. Da sind wir in Austin, Texas gefahren, Amerika. In USA meine ich. Da haben wir einen zweiten Platz errungen. Nach einer ziemlich spektakulären Rennen und einer Gridstrafe, die gesessen hat bei uns. Zuerst aber Grüße gehen raus an die Österreicher, an die Franzosen, an die Engländer, Italiener, Brasilianer und Pascal auch und die Gummibärenbande, Amar, Elias, Max, Jannis und die anderen alle da. Grüße gehen raus, danke dafür, dass ihr mich unterstützt, ne? Und ja, schon weiter fleißig gucken weiter, ne? Als erstes machen wir hier einen Sponsorenvertrag ein bisschen erneuern, bevor wir die Aktivitäten zuweisen. Und dann versuchen wir mal einen zu finden, der ein bisschen mehr zahlt als den, was wir bis jetzt hatten. So, ich habe mich entschieden für Venus. Dann müssen wir die Führungsposition errangen und zwei Runden verteidigen. Ungefähr. Das sollte eigentlich ganz gut, ganz gut sein. So, weisen wir als nächstes die Aktivitäten zu. Das wäre doch gar nicht mehr so schlecht. Und dann gucken wir mal, was wir hier so machen können. So, wir haben nur 2 Tage Zeit, da können wir hier das hier machen, die Podiumsplatzparty und dann die Aufzeichnung, also erst was für den Fahrer noch. So, das hätten wir, sparen wir die Zettel das vor. Heute sollten eigentlich neue Entwicklungen reinkommen, aber einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Wir müssen dem Team über den F&E-Bildschirm sagen, was neu entwickelt werden soll. Naja, ist ja jetzt nicht so ganz tragisch jetzt, ne? Mexiko ist eine gute Strecke, macht Spaß zu fahren. Auch eine meiner Lieblingsstrecken. Wird spannend mit der Strategie, vielleicht soll es regnen oder auch nicht, weil das ist immer unwahrscheinlich, ob es da regnet oder nicht. Also das kann man nicht voraussehen. Und wir springen jetzt sofort ins Q3. Q1 und Q2 haben wir gut beendet. So, wir sind ja auf unsere erste fliegende Runde hier in Q3. Q1 und Q2 habe ich ja gerade schon gesagt, haben wir gut mitgenommen. Sind wir locker weitergekommen. Ich habe versucht, den Q2 auf Medium-Reifen zu starten, hat aber leider nicht funktioniert. Wir haben uns dann mit den Soft-Reifen qualifiziert. Das heißt jetzt, wir haben nur einen frischen Satz der Soft-Reifen für Q3 frei, aber dafür keinen frischen Satz mehr im Rennen. Da haben wir nur noch gebrauchte Reifen. So, hoffentlich sieht die Runde jetzt. Wir haben ja jetzt 9 Minuten, können wir 2 Runden fahren, diese Runde noch eine. Später dann kurz vorm Ende des Qualis. Das würde gehen. Dann versuchen wir auch mal am besten. So, die Kurve haben wir jetzt ganz gut mitgenommen. Carlos Sainz, schnellste Runde, 1:14. Ja, das wird ein bisschen schwierig, knackig zu sein, ne? Jetzt starten wir schnellste Runde, 1:14.653. Ja, mal gucken, Alter. Das sind schon Zeiten, da bin ich schon ein bisschen vorsichtig, ne? So, jetzt die schnellen Passagen noch gut mitnehmen und dann sollte das für die erste Runde okay sein. So, Alonso 6. Wir sind momentan 8. und wir sind momentan auf Platz 5. Okay, Platz 5. Okay, kann sich sehen lassen. Ist okay, keine schlechte Strecke. Fahren wir jetzt, wir springen jetzt rüber von den letzten 2 Minuten des Qualis und dann fahren wir die letzte Runde. So, 40 Sekunden haben wir noch, um über die Ziellinie zu überqueren. Wir fahren jetzt gerade mit ganz frischen Softreifen raus, was ich ja gerade gesagt habe. Das ist der letzte Satz, den wir haben. Komplett frische Reifen. Und jetzt müssen wir natürlich versuchen, alles zu geben. Wir sind momentan auf Platz 8, wir könnten vielleicht noch auf Platz 6 oder 5 kommen, das wäre realistisch. Aber Verstappen nur auf 7, das ist schon ein Weltwunder, dass er nicht weiter oben fährt. Obwohl er ja das beste Auto momentan hat. Bottas, schnellste Runde 1:13.8, Alter, das ist ja Hamilton, 1:13.7. Ey, wir sind bei 1:14.8, wir sind eine Sekunde langsamer als sie. Das muss ich unbedingt ganz schnell ändern jetzt. Auf jeden Fall, die ersten Kurven saßen natürlich hier ganz gut wieder mal, ne? 3,5 Zehntel verbessern wir uns gerade. Erster lila Sektor, sehr schön. So muss das sein. Ey, jetzt sind wir sogar 9. Scheiße. So, eine halbe Sekunde Verbesserung bis jetzt. Hoffentlich bleibt das auch so. Das könnten wir gut gebrauchen.
müssen wir die Kurven hier nochmal mitnehmen. Das macht hier richtig Spaß, hier durchzufahren. Oh, 6 Zehntel haben wir jetzt schon. 6 Zehntel. Gehen schon auf die 7, glaube ich, zu. Ja, jetzt sind wir bei 7. Komm, das müssen wir jetzt halten. Das müssen wir jetzt richtig gut schön halten. Komm, komm, und jetzt ist noch gut die Kurve hier mitnehmen. Und dann sind wir bei 8 Zehntel. Geil, 9 vielleicht. Auf welchem Platz? Jubel! 5. war das, glaube ich. Das war, glaube ich, der 5. Platz für uns. Geil, Alter. So muss das sein. Da sehe ich mich wieder. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Perez und Valtteri Bottas. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Geil, Alter, guckt euch mal den Abstand zwischen uns und Verstappen an, da war auch nicht mehr viel Unterschied zwischen uns. Aber der Unterschied zwischen Fernando Alonso und dem ersten, also Hamilton, da 1,7 Sekunden, was hat der denn gemacht? Hat er geschlafen oder was da los? Ricardo ist weitergekommen, die Ferraristen sind auch weiter. Aber der Unterschied zwischen Perez und Bottas, ey, guckt euch den mal an, das sind gerade mal 3000stel, ey. Und bei uns war aber auch nicht ganz, war auch nicht viel, ne, aber kann sich auf jeden Fall sehen lassen, die Runde, die wir gefahren sind, das war gut. Es ist Zeit für den großen Preis von Mexiko. Das Rennen, bei dem Honda 1965 seinen allerersten Sieg holte. Der Amerikaner Richie Ginter gewann damals von Startposition 3 aus. Aber wie werden sich die Honda-Maschinen dieses Jahr schlagen? Red Bull hat hier in den letzten Saisons starke Ergebnisse abgeliefert. Also können sie ihre Serie unter Umständen fortsetzen? Mit 2285 Metern über dem Meeresspiegel stellt die dünne Luft des Autodromo Hermanos Rodriguez nicht nur für die Fahrer, sondern in erster Linie für die Motoren eine große Herausforderung dar. 17 Kurven sind in einer Runde zu bewältigen. Die Strecke ist insgesamt 4,1 Kilometer lang. Hohe Geschwindigkeiten über 354 km/h und das Überholen in den Bremszonen in den Kurven 1 und 4 sollten die Highlights sein. Das heutige Rennen kommentiere ich auch jetzt wieder mit dem großartigen Stefan Römer. Reden wir über den Professor. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Es war ein sehr solides Jahr für sie und es gab natürlich jede Menge unglaubliche Leistungen. Aber was mich wirklich überrascht hat, war die Konsistenz. Mit dieser Form erwarte ich heute ein weiteres spannendes Rennen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Heute startet Sergio Perez von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Im Rest der Startaufstellung haben wir der Professor, Ricardo, Fernando Alonso und Vettel, Ocon, Giovinazzi, Verstappen und Pierre Gasly. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Zhou, Norris, Lance Stroll und Sainz, er hat eine Gridstrafe erhalten. Raikkonen, Leclerc, Mick Schumacher und Nicolas Latifi. Russell, Tsunoda, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Mazepin und Lewis Hamilton vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Also wir starten jetzt etwas weiter vorne als gedacht. Ne? Eigentlich sollten wir von Platz 5 starten. Da jetzt Hamilton und Verstappen eine Gridstrafe bekommen haben, sind wir jetzt auf P3. Das sieht doch eine gute Ausgangsposition für uns aus, ist das momentan. Vor uns ist Perez und Bottas. Ja, kann ich mich nicht beschweren. Gucken wir noch kurz auf die Rennstrategie gleich und dann, ich habe so das Gefühl, dass es im Rennen regnen soll. Ich bin mir aber nicht sicher. Also das sind unsere Strategien, die uns vorgeschlagen werden. Die bearbeiten wir aber vorher nochmal schön, das gefällt mir nicht so. So machen wir das hier. Wenn wir könnten und es nicht regnen sollte, was ich aber befürchte, ob es regnet, dass es regnet, fahren wir Soft Medium und dann durch. Mal gucken, ob wir das machen können überhaupt. Und ja, Mexiko ist eine gute Strecke für uns. Wir könnten hier gewinnen. Vom P3 aus, ja. Hauen wir mal richtig rein hier, ne? So, da kommen auch schon die 5 roten Lichter. Und es geht auch schon. Los, hoffentlich ein guter Start von uns. Oh, aber jetzt sind wir sehr gut weggekommen. Besser als Bottas da neben uns. Aber Perez hat auch einen sehr guten Start da vor uns. So, wir müssen ein bisschen Windschatten von Perez mitnehmen, sonst kommen wir nicht ran. So. Gehen wir am besten mal nach außen und dann versuchen wir am Ende reinzuziehen.
Oh nein, wir haben Bottas berührt. Scheiß Arsch, Alter, da. Oh nein. Wir sind zwar erst da, aber Bottas ist weg. Was macht der Vettel denn da auf harten Reifen? Und er ist jetzt schon Fünfter. Krasser Scheiß. Oh nein, Bottas ist letzter, schade. Ja, unsere Schuld. Wir haben die Tür zu weit zugemacht, aber naja. Können wir nichts machen. Er ist ja sowieso nicht unser WM-Rivale. Das ist eher Verstappen und Hamilton. Und teilweise auch Perez. So, Platz 1 ist für uns momentan drin. Jetzt müssen wir es nur noch verteidigen. Und uns gut anstellen mit dem Wetter auch. Vielleicht mit der Strategie ein bisschen rumspielen. Und dann könnten wir hier gewinnen. Ey, aber Perez lässt nicht abziehen, ey. Ricardo, Alonso, Vettel, die sind alle schon meilenweit entfernt, aber Perez, der klebt uns richtig am Arsch, ey. Der sitzt uns im Getriebe. Na, schnellste Runde jetzt von uns. Und da kommt Perez jetzt. Oh, aber ohne dem DRS, was noch nicht erlaubt ist, kommt er nicht weit, so wie es aussieht. Sehr schön, Alter. Dass wir so gut dabei sind, das hätte ich nicht gedacht. Außenrum wieder vorbei. Ja, natürlich. So geht das. Sehr schön. So muss das sein. So, Ende von Runde 2. Die Runde sieht ganz gut aus bis jetzt. Das wird eine neue schnellste Runde auf jeden Fall mal. So. Nein! Ricardo, du Arsch, was machst du da? Uns haben wir die schnellste Runde gelaufen. So, DRS ist jetzt erlaubt, aber Gott sei Dank hat Perez das DRS noch nicht. Wir kämpfen noch gegen ihn. Außenrum wieder vorbei. Ja, also sehr schön. Das geht ja richtig locker flutkig, ey. Wir starten momentan auf Platz 4 schon. Und die Runde sieht schon wieder sehr gut aus. Vielleicht wird das die neue schnellste Runde von uns. Hoffentlich. Auf jeden Fall unser vorderer linker Reifen ist schon leicht überhitzt. Der ist schon im gelben Bereich. Das ist nicht so. Oh, geil, Alter. Guckt euch den mal an. Neue schnellste Runde. Und die bleibt jetzt vorübergehend. Das machen wir bei uns. Sehr gut. Das tappen wir schon wieder irgendwo weg. Der ist irgendwo weggefallen wieder. Keine Ahnung, wo der jetzt ist. Was für ein Arsch, ey. Wir sind momentan in Runde 6 von 36. Und jetzt kommt Perez richtig schon angeflogen mit dem DS und dem Windschatten. Wir müssen ein bisschen rüberdrängen. Um uns zu verteidigen, klauen wir von ihm ein bisschen Windschatten und dann stechen wir ganz spät innen wieder rein. Geil, Alter, so muss das sein. Sehr schön. Runde 7, es hat angefangen langsam zu regnen. Es ist aber noch einigermaßen trocken. Und man kann auch mit Sticksreifen fahren. Aber wenn das so weitergehen sollte, dann müssen wir vielleicht auf die Interstinics wechseln. Die Streckenbedingungen werden nicht besser. Du entscheidest, ob du beim nächsten Boxenstopp auf Regenreifen wechseln möchtest. Ja, also Jeff hat gerade gesagt, beim nächsten Boxenstopp vielleicht auf Inters. Mal gucken. Scheiße, jetzt hat uns Ricardo überholt. Was ein Arsch, ey. Hier, jetzt müssen wir versuchen, dran zu bleiben. Und nicht wegzurutschen bei den Bedingungen und den wieder zurück zu überholen. Das wird jetzt ein bisschen schwierig sein. Aber okay, aber das sollte machbar sein. So, jetzt hat er ein bisschen Abstand schon rausgefahren und hat auch das DRS. Weil es gibt ja nur einen Messpunkt hier. Müssen wir ein bisschen aufpassen und dranbleiben. Analysieren, was er so macht. Und dann können wir vielleicht ein bisschen profitieren davon und jubeln am Ende. Hoffe ich mal zumindest. Und so kaum an der Linie fallen hier, um ein bisschen mehr Aktion zu bekommen als er. Ah, ne, hat leider nicht funktioniert. Jetzt hier in den schnellen Passagen vorsichtig sein bei der nassen Strecke langsam schon mit den Slicks. Naja, das sah ganz gut aus bis jetzt. Jetzt haben wir das DRS mal ausnahmsweise. Ja, es geht auch an Windschatten, hatten wir auch. Und jetzt kommen, können wir innen reinstechen. Ein bisschen später bremsen. Und ja, das funktioniert. Jubel! Sehr schön! So. Sind wir jetzt mal wieder vorne. Mal gucken, wie lange. Ja, schon richtig rutschig hier. Die Reifen kühlen auch schon langsam ab. Der vordere linke Reifen überhitzt jetzt nicht mehr. Vordere linke Reifen überhitzt nicht mehr, das heißt, dass die Strecke nasser wird. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Na, alternative Strategie von Jeff. Was sagt er? Oh, ein bisschen später bremsen als er. Und wir sind jetzt vorerst wieder vorbei, Runde 9. So, gucken wir uns jetzt mal die Strategie an, was Jeff uns vorschlägt hier.
Was haben wir hier Schönes? Oh ne, wir nehmen die untere. Die was wir vorhatten. So, oh, guckt euch mal das an. Ende von Runde 9. Jetzt ist aber schon ziemlich nass geworden. Und wir haben virtuelle Safety Car. Wisst ihr was, wir fahren jetzt sofort in die Box für Inter, sofort rein. Und dann haben wir den Boxstopp hinter uns, weil das ist jetzt eh nicht mehr schön mit Soft zu fahren. Jetzt gehen wir auf Inters. So, da haben wir auch auf eine Boxenstopp-Strategie, Inters. 10. Runde. Sind wir ja gerade. So, das ist eine gute Position für uns momentan. Wir sind Erster, haben das virtuelle Safety Car, weil denen keine Zeit. Und die anderen können uns auch nicht überholen. Die anderen kommen auch in die Box, glaube ich, fürs Inters. Ja, so ist es. Schuhe auf dem 5 momentan, unser Teamkollege. Geil, Alter. Geil, Doppelbox ist bei uns. Sehr schön. Wir kriegen eine Strafe für Gefährdung. Ja, wie auch immer, mit Strafe für Gefährdung. Das virtuelle Safety Car ist jetzt zu Ende. Jetzt geht das Rennen wieder los. Leclerc ist immer noch auf Softreifen. Was der wohl vorhat, keine Ahnung. So, jetzt ist die Strecke aber schon viel rutschiger geworden als vorhin. Auch wenn wir mit Intermediates jetzt unterwegs sind, ist sie trotzdem immer noch sehr rutschig, die Strecke. Oh, Runde 11 da, jetzt kommt Gasly und Leclerc auch in die Box. So, wir müssen verteidigen gegen Ricardo, wir versuchen ihn dann reinzustechen und es funktioniert! Ja, es hat funktioniert! Wie geil! Oh. Es gab einen Zwischenfall auf der Strecke, aber die Rennleitung will das Safety Car nicht rausschicken. Sei einfach vorsichtig. So. Ricardo, du kommst nicht rein. Du kommst nicht vorbei, hörst du? Wir bleiben vorne, sehr schön. So, Runde 13, da kommt Ricardo wieder. Wir müssen ihn verteidigen. Oh scheiße, jetzt hat er uns ganz gut neben uns gesetzt, hat er sich jetzt. Wir müssen ihn da in den Platz lassen. Oh scheiße, er ist immer noch neben uns, Alter. Was für ein geiles Racing hier. Und ohne uns zu berühren, wir sind immer noch nebeneinander. Richtig geil, Alter. Oh, da kommt er jetzt, da kommt er jetzt, da kommt er jetzt. Aber jetzt haben wir wieder eine Innenkurve, jetzt sollten wir vorbei sein. Sehr schön. So muss das sein. Geiles Racing hier zwischen uns und Ricardo. Richtig geil. Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem Oh, die Kurve haben wir jetzt nicht gut bekommen. Jeff hat uns eine alternative Strategie vorgeschlagen. Intermediums sind für Runde 24 okay, oder Medium nochmal. Wisst ihr was? Wir fahren jetzt in die Box für Medium-Reifen. Ja, ich meinte für Soft-Reifen, Entschuldigung. Für Soft-Reifen gehen wir jetzt in die Box. Da kommt Ricardo nochmal. Wir haben Innenkurve. Wir drängen schön nach außen. Sehr schön. So muss das sein. So, wisst ihr was? Wir hauen jetzt einfach richtig rein in die Box für Soft-Reifen und dann fahren wir weiter. Jeff meinte, es ist trocken genug. Mal gucken, was die anderen machen. Die anderen kommen auch in die Box. Sehr schön. Das heißt, wir haben nichts verloren. Sehr gut. Softreifen für uns bitte. Auch wenn es so ein bisschen feucht ist. Aber die sind angeblich schneller. Machen wir das so. So, wie gut der Boxen von unserem Boxenpool hier wieder, ne? Ah, 2,5. Ja, okay. Ich glaube, vorhin sah es ein bisschen schneller aus. Jetzt so. Nur noch einmal stoppen, noch ein Boxenstopp. Bestimmt fahren wir nicht nochmal mit einem Boxenstopp weiter. Wir fahren jetzt mit den Reifen durch. Wir haben noch, wie viele Runden? 11, 12 Runden haben wir jetzt noch übrig. Wir haben 5% Reifenabnutzung momentan. Damit sollten wir durchfahren können mit den Softreifen. Bis Runde 50 oder 60, bis 50%, 60% können wir sie ziehen, die Reifen. So, da kommt jetzt wieder Ricardo angeschossen mit dem DRS. Die Strecke wird schon immer trockener. Wir müssen spät bremsen, ganz spät bremsen und wir sind immer noch neben ihm, wir sind noch neben ihm und kommen außenrum vorbei. Geil, Alter, wir haben es geschafft, wir sind vor Ricardo wieder, sehr schön, so muss es sein. So, der erste, da kommt Ricardo wieder angeschossen, Runde 28. Marzipin ist der erste, den wir überrunden können hier in dem Rennen. Ich vermute also auch sogar der einzige, weil die anderen sind ziemlich weit entfernt von uns. So, komm Marzipin, mach gut Platz. Sehr schön, schade, ich wollte Windschatten noch ein bisschen mitnehmen von ihm, aber hat leider nicht funktioniert. Schade eigentlich. Ricardo ist auch gut durchgekommen, das ist schlecht für uns. Oh no, was war das denn von Ricardo? Habt ihr das gesehen im Rückspiegel da vorne? Alter, was hat Ricardo da gemacht? Gucken wir uns das nochmal in der Rückblende an. So, hier, Ricardos Perspektive. Was hat der da gemacht? Das war nicht unsere Schuld. Oh! Der hat angefangen zu driften auf dem Curve und dann ist er ein bisschen rausgekommen. Warum fährt er jetzt rückwärts? Ja, macht keinen Sinn. Hätte er immer weiterfahren können.
gucken wir uns das Welche nochmal aus einer anderen Perspektive an, aus der TV-Perspektive. So, aus der hier. Ey, das sah richtig komisch aus. Aber das war nie unsere Schuld. Habt ihr gerade gesehen. Boah, aber das sah geil aus irgendwie. Guckt euch mal an, wie geil das aussah. Aber schade für ihn jetzt eigentlich. Jetzt haben wir eigentlich keinen Konkurrenten gerade. Paris ist nicht da. Bottas ist auch nicht da. Hamilton auch nicht. Verstappen auch nicht. Oh, Bottas schnellste Runde, wenn man vom Teufel spricht. Ja, wir haben jetzt eigentlich nur noch Norris. Wenn er überhaupt dran kommen sollte. In den Runden jetzt noch. Hat ja 2,6 Sekunden Abstand von uns, aber wir fahren jetzt sozusagen alleine. Wir haben jetzt sozusagen den Rennsieg schon gewonnen. So, Ricardo gegen die Box. Was für mich schwachsinnig ist eigentlich. Guck mal, die Reifen von uns sind jetzt bei 29%. Und wir haben noch 4 Runden zu fahren. Und jetzt nochmal in die Box zu gehen für frische Softreifen macht eigentlich gar keinen Sinn. Sainz kommt auch in die Box. Ja. Okay, jetzt waren alle in der Box, außer wir jetzt, ne? Aber guckt euch mal unsere Reifen an. Wir sind jetzt bei wie viel? 48%. Und wir fahren jetzt in die letzte Runde rein. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ja, bitte, Jeff sagt auch letzte Runde des Rennens. Ja, was sollen wir dann großartig noch im Boxstop machen? Na, weil das bringt halt nichts. Wenn wir jetzt dann auch, wenn wir vor 4 Runden auf Softreifen gewechselt werden, dann. Die Reifen sind eigentlich noch ganz okay, unsere Softreifen. Die sind zwar nicht mehr schnell, aber ist noch gut zu fahren. Oh, haben wir ein bisschen die Kurve zu doll geschnitten. Ich laber hier gerade ein bisschen zu viel. Naja, ist sowieso die letzte Runde und wir haben 13 Sekunden Abstand. Auch wenn wir eine 5 Sekunden Strafe bekommen, sind wir immer noch Erster. Macht ja eh nichts. So, mal gucken, ob wir vielleicht noch eine schnelle Runde fahren können. Vielleicht können wir die schnellste Runde von Bottas wegschnappen. Wir haben jetzt eine 1:17.289 ist unsere, 289 ist unsere schnellste Runde. Die von Bottas ist eine 16er Zeit, ich weiß aber nicht welche. Max Verstappen ist ausgeschieden, ja, der war sowieso schon weit unten. Na, schon wieder Strecke über Strecke. Naja, egal. Komm, können wir noch eine schnellste Runde rausholen. Komm, wir hauen jetzt die schnellste Runde raus. Komm, 2 Zehntel schneller sind wir momentan als unsere schnellste Runde. Das sollte machbar sein. Komm, die letzten paar Kurven hier noch gut mitnehmen und dann sollten wir noch die schnellste Runde einfahren und da haben wir auch gewonnen. So, komm, da kommt schon die karierte Flagge. Und wir gewinnen den Preis in Brustpreis Mexiko. Jubel! Fantastisches Rennen. Der Weltmeistertitel gehört dir. Was für ein Ergebnis. Genieß es. Hey, Fahrer des Tages ist Leclerc und wir sind Weltmeister geworden. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass wir Weltmeister geworden sind. Und damit Rennen. Geht ein weiteres Jahr der Formel 1 zu Ende und ein neuer Weltmeister ist gekürt. Ein weiterer Eintrag in die glanzvolle Liste der herausragendsten Fahrer dieses Sports. Das war ein spektakulärer Sieg und damit ist die Meisterschaft entschieden. Es war eine phänomenale Saison und den Applaus vom Publikum haben sie sich eindeutig verdient. Stefan, sag mir, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Was haben Sie heute in diesem äußerst schwierigen Rennen bloß für einen Aufwand betreiben müssen? Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Mein Fahrer des Tages ist Charles Leclerc. Er war heute nicht aufzuhalten auf der Strecke und hat seine Konkurrenten mit Leichtigkeit auf die Plätze verwiesen. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Red Bull zieht in der Rangliste weiter davon. Und gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Satz nach vorn. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh nein, jetzt fängt er schon wieder mit Aston Martin, ey. Aston Martin ist immer noch ein 9.8. Platz, ey. Unverschämt. Auf jeden Fall, wir haben 69 Punkte Abstand zu Red Bull. Ferrari ist noch in realistischer, greifbarer Nähe. Die könnten wir noch schnappen können. Und Mercedes vielleicht auch noch. Aber Red Bull glaube ich nicht mehr. Die sind schon zu weit entfernt. Außerdem, die sind auch der einzige momentan, der Punkte holt, unser Teamkollege, der fällt ja nur so mit. Naja, und
Mal gucken, ob wir überhaupt die Konstrukteursmeisterschaft überhaupt noch abschließen können auf Platz 2, aber mal gucken, ne? So, wir sind jetzt Weltmeister geworden, wir haben 80 Punkte vor Verstappen. Dadurch, dass Verstappen dieses Rennwochenende keine Punkte geholt hat oder nicht auf den Podium gekommen ist und wir gewonnen haben, die schnellste Runde, sind wir jetzt Weltmeister und uns kann man nicht mehr einholen. Ich kann gar nicht glauben, dass wir jetzt schon Weltmeister sind. Na, auf jeden Fall. Ich habe damit auch gar nicht gerechnet. Ich habe mir darüber gerne Gedanken gemacht, weil ich weiß, es sind ja immer noch 4 Rennen übrig, ne? Und dass wir jetzt schon Weltmeister sind, das ist schon okay. Unglaublich. Naja, aber ich nehme es gerne mit. So, gucken wir uns nochmal das Rennergebnis an. Wir haben gewonnen vor Norris, Ricardo. Aber die McLaren war heute sehr stark, finde ich. Vettel hat heute den 5. Platz beendet. Mit 10 Punkten hat er mitgenommen. Sehr schön von ihm eigentlich. Sainz auch gut unterwegs. Leclerc, ja, okay. Von 16 auf 6. 10 Plätze gut gemacht. Stroll hat auch Punkte mitgenommen. 16 Punkte für Aston Martin, aber leider haben sie sich in der Konstrukteursmeisterschaft verbessert. Perez und Bottas ziemlich weit unten. Ja, ziemlich schlecht von denen eigentlich. Russell ziemlich weit oben von 19 auf 11. Das ist schon heftig und das war ein Dreierkampf zwischen den Bottas, Alonso und Russell, glaube ich. Schumacher auf 13. Ja, das kann sich sehen lassen. Das ist gute Leistung von ihm. Aber ganz schlechte Leistung von unseren Teamkollegen. 11 gestartet, jetzt auf 15. Ganz schlecht. Hamilton, was macht Hamilton da unten? Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er so weit unten ist. Dann auch in Mexiko, wo es eigentlich einer mit Mercedes-Strecke ist und Red Bull-Strecke, ne? So, dann haben wir hier Raikön, Marzipan, Verstappen ist auch ganz weit unten, hat sogar noch eine schnellste Runde gefahren, 1.15, 9.62. Deswegen haben wir die leider nicht bekommen und Giovinazzi ist rausgeflogen und Ocon auch. Naja, aber dass sie so weit unten sind, die Top-Leute, das kann ich nicht glauben, das verstehe ich auch gar nicht. So. So, wie ist denn Rivalitätspunkte? Jetzt haben wir ungefähr Gleichstand, glaube ich. Teamanerkennung und Kohle, das Wichtigste von allen, ne? Das Team hat zurzeit ein gutes, stabiles Einkommen. Du solltest dich entscheiden, was wir mit unserer Gewinnspanne machen. Welche Abteilungen von dem Geld profitieren könnten. Ja, das machen wir natürlich alles beim nächsten Mal. Das Triebwerkereignis hier, das Werksabteilung da, keine Ahnung, ne? Das machen wir alles beim nächsten Mal, ne? Und wenn dir das Video gefallen hat, lass es nochmal nach oben da, abonniert den Kanal, würde ich mich darüber freuen. Und, beim nächsten Mal sehen wir uns beim großen Preis von Brasilien da wieder. Brasilien ist eine auch wieder ganz gute Strecke, aber ich finde sie ein bisschen langweilig, finde ich. Ganz ehrlich, ich finde sie ein bisschen langweilig. Ich finde die andere Strecke in Rio de Janeiro von auch in Brasilien finde ich ein bisschen besser als sie hier. Naja, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüssle!